jetzt schauen wir uns erstmal um nach einem Baal, dem wir einen Auftrag erfüllen können, damit dieser uns dann einen Zauber geben kann. Also eine Schriftrolle oder eine Rune oder wie auch immer das mit den Zaubern genau funktionieren soll. Damit wir halt den Baal Kadar beeindrucken können. Und eigentlich wäre es noch ganz praktisch, wenn wir irgendwo schlafen könnten. Obwohl, die Hütten sehen hier alle belegt aus. Und? Meckert jemand? Nö, schön, schön. Denn tagsüber durch den Sumpf ist doch irgendwie angenehmer. Katsching. Oh, keiner, der uns bedroht? Na gut. Wahrscheinlich nur eine Wache, die am Üben ist. Ah, das ist doch ein Baal. Den dürfen wir mal wieder nicht direkt ansprechen. Also fragen wir mal seine Sklaven, Helfer. Die stampfen da wohl gerade das Kraut. Aber behalte für dich, muss nicht gleich jeder wissen. Ich höre nicht mehr auf das Gefühl. Hi, wie sieht's aus? Ich bin total fertig, Mann. Ich arbeite jetzt schon seit 2 Tagen ohne Pause. Harlock sollte mich längst abgelöst haben. Es ist immer dasselbe mit dem Kerl. Er liegt bestimmt noch in seiner Hütte und pennt. Wieso gehst du da nicht zu ihm und trittst ihm ordentlich in den Hintern? Ich kann hier nicht weg, solange Baal Orun die Aufsicht hat. Die Arbeit muss getan werden. So oder so. Aber du könntest für mich zu ihm gehen. Er wohnt unter dem Alchemielabor von Korkalom, direkt bei Fortuno. Sag ihm, er soll seinen Hintern hier rüberschwingen. 2 Tage durchgehend arbeiten? Das macht er bestimmt nicht freiwillig. Okay, wir haben noch was gefunden, das gegen dieses Sumpflager spricht. Das ist eine ganz schöne Diktatur hier. Oder eine andere Form von Kontrolle. Die sagen dann wahrscheinlich, du musst nicht arbeiten, aber dann kriegst du halt kein Sumpfkraut. Oder irgendwas anderes, was die Leute hier brauchen. Aber gut, wir müssen jetzt erstmal wieder den Alchemisten finden. Da hatte uns Lester hingeführt und oben drüber war Korkalom. Also dürfte es eigentlich leicht zu finden sein. Ja, mit einem Lester leicht zu finden. Da ist nur Sumpf. Da in der Richtung müsste irgendwo der Ausgang sein. Ja, eine Karte wäre ganz praktisch. Aber bisher haben wir noch keine Kartenentleger gefunden. Und es ist nicht anzunehmen, dass der Kartenzeichner Graham, hieß er glaube ich, im alten Lager Karten vom Sumpflager hat. Aber müssen wir es halt nach und nach alles merken. Im alten Lager ging es ja auch ganz langsam, dass wir eine Orientierung gefunden haben. Oh, noch einer. Du siehst nicht aus wie einer, der sein Leben bereits unter die Knechtschaft der Erzbarone gestellt hat. Du siehst aus wie ein Suchender. Du siehst aus wie einer, der den wahren Glauben sucht. Spürst du nicht das Feuer in dir, das dir nachts den Schlaf raubt? Ich sehe, dass du an dem zweifelst, was dir die Knechte der Erzbarone als wahr und gerecht verkaufen wollen. Du weißt auch warum. Weil es Lügen sind. Es sind Lügen, mit denen sie den Geist derer beherrschen, die schwach sind. Dein Glaube ist stärker als ihre Lügen. Fühlst du nicht jeden Tag den Wunsch nach Freiheit? Fühlst du, wie er jeden Tag wächst? Er lenkt deinen Geist. Lass es geschehen. Weißt du, was du tust, wenn du ihn beherrschst? Du verleugnest deine Seele. Du verleugnest dich selbst. Hör auf, im Schatten deiner Ängste zu leben. Mach dich frei. Verstehe, der Schläfer wird erwachen. Er wird dir die Freiheit bringen und das ganze ungläubige Pack wegschwemmen. Wie Unrat, der vom Regen weggespült wird, werden sie vom Antlitz dieser Welt verschwinden. Und sie werden klagen und jammern und bereuen. Aber dann ist es zu spät. Dann werden sie zahlen mit ihrem Blut und ihrem Leben. Wow, der ist auf einem ganz schlechten Trip. Hey, du hast mich angesprochen. Heißt das, ich kann jetzt mit dir reden? Ich sehe, du hast dich mit unseren Regeln vertraut gemacht. Das ist gut. Ich spüre große geistige Kraft in dir. Du kannst schon bald ein Mitglied unserer Gemeinschaft sein.
Ich habe dich angesprochen, weil ich dir Gelegenheit geben will, uns deine Loyalität zu beweisen. Wie kann ich dir meine Loyalität beweisen? Was wir am dringendsten brauchen, sind neue Seelen, die sich unserer Gemeinschaft anschließen. Wenn du dafür sorgst, dass ein weiterer Mann unserem Lager beitritt, hast du deinen Willen, unsere Gemeinschaft zu bereichern, unter Beweis gestellt. Das klingt jetzt aber echt komisch. Also erstmal seine Hetztirade am Anfang mit, ihr werdet im ewigen Feuer brennen und so nach dem Motto. Und jetzt, dass wir ihm Seelen holen sollen. Also er meint natürlich neue Mitglieder, aber trotzdem klingt es komisch. Wo kann ich neue Leute für die Bruderschaft anwerben? Das alte Lager ist ein guter Ort dafür. Denn viele, die dort leben, sind der Angst und der Lügen überdrüssig. Sie müssen nur ein wenig unterstützt werden. Im neuen Lager wirst du wahrscheinlich weniger Glück haben. Die Männer, die dort leben, sind Barbaren. Warum er das jetzt gesagt hat? Also im alten Lager ist es klar, dass man leicht Leute wegfangen kann. Erstmal ist das Größte. Und es geht da ziemlich ungerecht zu. Also mit dem Schutzgeld und den Prügeleien und sonst was. Aber im neuen Lager? So wie wir bisher gehört haben, sollen das ja eigentlich nur Diebe sein da. Und die müssten leicht zu beeinflussen sein. Aber jetzt kommt es so rüber, als wenn die sich nicht von den Gerede von den Gurus hier beeinflussen lassen würden. Ja, wir müssen auf jeden Fall nochmal selbst da vorbei und gucken, wie es da aussieht. Wieso braucht er so dringend neue Leute? Der Schläfer hat unserem Meister offenbart, dass er eine wichtige Nachricht für uns hat. Aber er ist noch nicht zu seiner vollen Stärke erwacht. Und so braucht er unsere Kraft, um mit uns in Kontakt treten zu können. Deswegen bereiten wir eine große Anrufung vor. Und je mehr Männer daran teilnehmen, umso eher werden wir Erfolg haben. Wenn du mehr darüber erfahren willst, geh zum großen Platz vor dem Tempelberg. Aber störe nicht den Meister bei der Meditation. Na gut. Das werden wir jetzt aber nicht machen, denn wir wollen momentan nicht wirklich allzu viel mehr über euch erfahren, eure Religion. Weil das wird von Tag zu Tag suspekter hier. Aber ja, also ein neues Mitglied für die Sekte. Das kommt mit auf unsere Liste. Und jetzt schauen wir uns weiter um nach dem Kräuterhändler. Beziehungsweise dem Faulenzer, der beim Kräuterhändler wohnen soll. So, hier war die Schmiede. Dann war der Kräuterhändler nicht weit weg. Das ist wirklich nicht mein Problem. Da hinten ist der Kadar, den wir beeindrucken müssen mit der Magie. Da ist, glaube ich, der Kräuterhändler. Das ist wirklich nicht mein Problem. Ja, bei seinem Orangensaftstand hier. Tritt näher! Hier gibt es ein Willkommensgeschenk für jeden Neuen. Ich will mir meine tägliche Ration abholen. Hier, nimm. 3 schwarzer Weiser. Aber nicht alle auf einmal rauchen. Nee, dann fangen wir auch an, so eine Hatztiraden zu verplärren. So, aber hier irgendwo soll er wohnen. Bist du das? Man darf auch nicht alles glauben. Hey, nicht weiter rauchen. Welchen Faulenzer? Verlass dich auf jemanden und du bist. Gorim schickt mich. Was? Das passiert mir nicht nochmal. Schwing deinen Hintern zu den Krautstampfern. Oder es gibt Saures. Versuch doch mal, dich mit mir anzulegen, du Penner. Das nehmen wir mal mit. Ein Kampf! Und sonst hast du nichts. Na super. Aber das lief besser als erwartet. Und die Wachen haben dich eingegriffen. Das ist auch positiv. Na komm, steh schon auf. Er ist nur müde gewesen. Das wird dir noch leid tun. Nee, wird's nicht. Komm. Suchst du wieder Streit? Du hast gerade verloren. Na, hast du langsam Lust bekommen, deinen Freund abzulösen? Du verdammter Mistkerl, wieso mischst du dich überhaupt in unsere Angelegenheiten? Ich will dich einfach stampfen sehen. Ist ja schon gut.
Ich gehe ja. Mistkerl. Mach endlich Platz, Mann! So, also das hätten wir auch schon mal erledigt. Dann fehlt jetzt immer noch Kadar. Obwohl, wir sollten erstmal gucken, wie sich das entwickelt. Weil den er ablösen muss, neben dem stand ja ein Guru. Und der wird das Ganze beobachtet haben. Und vielleicht kriegen wir als Belohnung für die Ablösung ja diesen Zauber. Lass uns mal lieber. Nur wo waren jetzt die Stampfer? Also, hier ist immer noch Kadar. Wir sind an der Schmiede vorbeigekommen, um hierher zu kommen. Also schauen wir jetzt erstmal nach der Schmiede und orientieren uns von da aus neu. Ah, hier ist der Fanatiker. Da ist die Schmiede. Kamen wir von hier? Das sieht sumpfig aus. Nee, von hier kamen wir nicht. Aber wer bist du? Was machst du hier? Ich passe auf, dass kein Sumpfhai zu nah ans Lager gerät. Wenn ich du wäre, würde ich einen weiten Bogen um die Viecher machen. Du hast keine Chance gegen sie. Jetzt stör mich nicht weiter. Ich muss die Augen aufhalten. Ja, wir haben auch keine Chance gegen so eine Fliege, aber na gut. Obwohl, inzwischen... wir sind ja jetzt ein paar Mal aufgestiegen, haben ein neues Schwert. Okay, immer noch keine Rüstung, was wirklich schade ist. Hey, die drei Jungs, die kenne ich doch. Da müssen wir wohl lang. Also ja, eine Rüstung haben wir immer noch nicht. Aber Scavenger dürfen wir auf jeden Fall jetzt schaffen. Die Schweineratten auch. Haben wir ja vorher, aber jetzt mit weniger Problemen. Und an diese Echsen können wir uns mal ranwagen und die ersten Wölfe. Hier durch? Ja, perfekt. Aber der ist immer noch nicht hier. Ich habe mit Gorin gesprochen. Du hast dich für einen unserer Brüder eingesetzt und deine Sache war. Darum habe ich dich für eine besondere Aufgabe erwählt. Korkalom braucht dringend neues Sumpfkraut für seine Experimente. Unsere Sammler im Sumpf arbeiten Tag und Nacht. Gehe zu ihnen und bring ihre gesamte Ernte zu Kalom ins Alchemielabor. Wo genau kann ich die Sammler finden? Ich habe dir noch nicht gestattet, mich anzusprechen. Bete zum Schläfer um Vergebung für dieses Sakrileg und nun geh! Deine Mission ist von äußerster Dringlichkeit. Ah. Also das wäre jetzt der dritte Punkt, der gegen dieses Lager spricht. Der Sumpf war irgendwo da. Also ja, der erste Punkt war die Sklavenarbeit. Der zweite Punkt war der Hetzredner da hinten. Weil es hört sich so an, als wenn der Schläfer nicht gerade ein netter Kerl ist und alle umbringen will, die nicht gläubig sind. Und das ist keine sehr lustige Einstellung. Das dritte halt, dass sie es sehr ernst nehmen mit der, wer darf wen ansprechen und wer darf was machen. Und das ist ja fast so schlimm wie im alten Lager. Ja, schlimmer noch. Du bist nur ein einfacher Templer. Aber wenn das hier nicht der Sumpf ist, dann weiß ich auch nicht. Ah, da hinten könnten Sammler sein. Jetzt müssen wir nur die Augen offen halten nach diesen Sumpfhaien. Wie auch immer die aussehen. Oh, jede Menge Kräuter. Oh, dieses komische Ding da hinten wird wohl ein Sumpfhai sein. Sieht ja skurril aus. Oh, sind zwei. Aber besonders schnell können die nicht sein. Sehen ja fast wie riesige Schnecken aus. Also Nacktschnecken. Gut, trotzdem kommen wir dem mal nicht zu nahe. Und sammeln hier erstmal alles weg. Wir können jedes einzelne Kraut gebrauchen. Entweder zur eigenen Heilung oder zum Verkaufen. Und die sind auch fleißig am Pflücken. Ah, wo ich das Sumpfkraut gerade so sehe. Irgendeiner wollte doch auch noch welche haben, oder? Ah ja, der Kräuterhändler natürlich war es. Novize. Sumpfkraut. Eigentlich will ich mit ihm sprechen.
Balor, den Namen kenne ich doch woanders her.